Garagentore haben wir nur eins. Schade, es gibt vielleicht Leute, die fünf Garagentore haben für die Ferrari-Sammlung. Wir haben leider nur eins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses unglaublich erfolgreichen Vlogs, der mittlerweile, glaube ich, 378 Abonnenten hat, Stand heute. Und wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, ob es die erste ist oder eine der ersten, aber wir haben eine Zuschauerfrage bekommen und danach möchte ich quasi die nächste Ausgabe oder diese Ausgabe und vielleicht auch einige der nächsten Ausgaben ausrichten. Und zwar zum Thema Smart Home. Ich habe es ja schon ein oder zweimal erwähnt, dass wir in diesem Haus alles an Smart Home gemacht haben, was uns nur irgendwie eingefallen ist. Und ich finde das eigentlich ganz charmant, diese Kombination aus richtig altem Haus von 1936, also jetzt 84 Jahre alt, und modernster Technik. Und da haben wir bei uns in der Wohnung eben schon dieses System von Rademacher für die Heizung und für die Jalousien verwendet. Und ich habe mir gedacht, das hebe ich jetzt auf das nächste und übernächste Level und mache das hier im Haus mit ungefähr allem, was es von Rademacher gibt. Aber es gibt eben nicht alles von dieser Firma und übrigens selbstverständlich nicht bezahlt und keine Werbung, weil die Abonnentenzahl nicht ganz so attraktiv ist für Werbetreibende. Und natürlich gibt es jetzt von dieser Firma nicht alles, obwohl es echt viel gibt, sodass man auch andere Smart Home Komponenten integrieren muss. Und das heißt, man hat dann quasi verschiedene Systeme, die man irgendwie zusammenbringen muss. Und mein Ziel war eben möglichst viel zu automatisieren oder mit dem Handy steuerbar oder sprachsteuerbar zu machen, mit möglichst wenigen Apps und wollte heute einfach mal zeigen, was das absolut minimal Notwendige ist, was ich an Smart Home Apps auf dem Handy brauche und wie ich dann versuche, das trotzdem noch weiter zusammenzubringen mit einer übergeordneten App, die vielleicht diese ganzen Apps anspricht, sodass man das selber in der Benutzung gar nicht mehr so mitkriegt, dass man dann doch irgendwie 5 oder 10 oder 50 Apps benutzt, je nachdem, wie viele es dann sind. Und das wollte ich jetzt mal zeigen, den kleinen Überblick und auch, was wir überhaupt hier im Haus so haben, mal kurz erklären. Und dann in den nächsten Folgen, je nachdem, ob es euch interessiert oder nicht, auf die einzelnen Systeme eingehen und erklären, wie genau man das Ganze einrichtet und was man dann damit erreichen kann. Also los geht's, wir schauen jetzt mal aufs Handy. So, dann seht ihr jetzt hier meinen Screen, wo ich alle meine Smart Home Apps habe und zwar eben nicht die unten in der Schnellzugriffleiste oder wie sie heißt, sondern oben. Diese 4, 8, 9, 13, 17 Apps sind es, wobei die nicht alle für Smart Home sind. Zum Beispiel die letzte, Sensor Blue, ist nicht für Smart Home, sondern um die Heizung zu kalibrieren. Das kann ich vielleicht als erstes mal kurz zeigen. Da hat man einfach verschiedene Temperatursensoren, kann man ganz günstig kaufen und die werten dann so Temperaturverläufe aus. Und da kann man dann eben sehen, wie sich an einem bestimmten Ort im Raum Temperatur und Luftfeuchtigkeit verhalten und kann so dann das Thermostat, was man an der Wand installiert hat, eichen. Das kann man nämlich bei dem Rademacher-System, kann man sagen, man möchte so und so viel Offset einstellen, weil zum Beispiel das an der Wand installiert ist, wo es an der Außenwand, wo es kälter ist oder an irgendeiner Trockenbauwand innen, wo die Wärme vom Nachbarzimmer noch ein bisschen rüber beeinflusst. Also kann man sagen, es ist immer 0,5 Grad kälter in dem Raum, als du denkst. Und dann wird es so berücksichtigt. Jetzt gucken wir mal, was so die letzten Werte waren. Dann kriegt man eben hier so eine Kurve, Luftfeuchtigkeit und Temperatur, ist jetzt für uns eher interessant und kann das dann anpassen. Okay, aber das ist nicht Smart Home. Smart Home ist, links oben haben wir den Homepilot, das ist dieses Rademacher-System. Da gehen wir mal direkt drauf. Und dann seht ihr, was wir hier in der Schnellübersicht haben. Wir haben auf dem Dach oben einen Umweltsensor, der alles Mögliche misst, und zwar Temperatur, Helligkeit,
Windgeschwindigkeit, ob es regnet, Sonnenwinkel und die Richtung, aus der die Sonne kommt. Kompassrichtung, geografische Richtung. Also einmal quasi Winkel, horizontal und vertikal von der Sonne. Und da kann man bestimmte Bedingungen dran knüpfen. Aber erstmal weiter hier mit den Sensoren, die wir haben. Wir haben zum Beispiel einen Garagentoröffner. Den kann ich jetzt prozentgenau einstellen, wie weit das Garagentor aufgeht. Oder einen Sensor für die Haustür, der mir sagt, ob die Haustür auf oder zu ist. Da kann ich auch wieder Bedingungen dran knüpfen. Dann gibt es bestimmte Gruppen, da kann man mehrere Aktoren in einer Gruppe zusammenfassen und dann gemeinsam schalten. Und hier seht ihr zum Beispiel bei der Gruppe Außenbeleuchtung, da steht jetzt schon in der Übersicht aus, das heißt, die sind alle aus, aber bei der Gruppe Rollladen EG haben wir so Doppelstriche, da steht weder aus noch ein, das heißt, die haben nicht alle den gleichen Zustand. Wir haben zum Beispiel im Büro 70% zu, im Esszimmer den Rollladen auf 0%, also ganz auf, und im Gästebad haben wir 100% zu und so weiter und so fort. Die könnte ich jetzt alle mit einem Klick gleich schalten, hoch, runter, wie auch immer. So, das ist das. Dann hat man hier die Übersicht. Also das sind im Dashboard die Schnellzugriffe, die man frei konfigurieren kann. Und dann hat man hier in der Übersicht der Geräte alle seine Geräte, die man im Haus installiert hat. Und ihr könnt sehen, das sind gar nicht mal so wenige bei uns. Und mit diesen Geräten, ich glaube, ich habe es letztes Mal gesagt, sind so um die 150. Die nochmal hier oben gruppiert sind, kann ich dann auch nochmal feiner sortieren. Garagentore haben wir nur eins. Schade, es gibt vielleicht Leute, die fünf Garagentore haben für die Ferrari-Sammlung. Wir haben leider nur eins. Und mit diesen Einzelgeräten kann man dann bestimmte Szenen und Auslöser programmieren. Also eine Szene ist, ich sage, die Szene nenne ich Kinoabend. Und da möchte ich, dass im Wohnzimmer alle Rollläden runtergefahren sind und eine schwache Lampe an ist, die nicht zu hell macht, aber dass man ein bisschen was sieht, damit man das Popcorn noch sieht. Also Szene, alle Rollläden runter, eine Lampe an, kann man hier reinprogrammieren und jedes Mal, wenn man hier dann das Knöpfchen drückt, dann wird es so. Jedes Mal, wenn man dann das Knöpfchen drückt, dann wird es so ausgeführt. Dann. Also da kann man alles programmieren. Ich kann auch programmieren, dass dann das Garagentor aufgeht oder das Licht in der Garage an. Aber ich will ja nicht jedes Mal hier in der App Knöpfchen drücken müssen, sondern ich möchte ja, dass das irgendwie automatisch passiert, aufgrund einer Bedingung. Also gibt man hier die Auslöser ein, das heißt, man hat hier alle möglichen Auslöser, zum Beispiel Gruppe Morgendämmerung. Da habe ich jetzt einige einprogrammiert. Zum Beispiel der unterste Morgendämmerung Lux. Das heißt, es kommt vom Umweltsensor, der misst die Helligkeit in Lux. Und wenn der eine bestimmte Lux-Anzahl erkennt, das müsste man jetzt wieder im Sensor gucken. Achtung, ich gehe mal zu den Sensoren. Da haben wir den Umweltsensor. Und da kann man bestimmte Grenzwerte einprogrammieren. So, Geräteeinstellungen. Morgendämmerung, Sonnenaufgang. Habe ich jetzt einprogrammiert, 35 Lux, seht ihr ganz unten. Das heißt, sobald 35 Lux erreicht sind, sagt der Umweltsensor, jetzt ist für mich der Zeitpunkt Sonnenaufgang oder Morgendämmerung erreicht. Das habe ich hier einprogrammiert. So. Und dann sage ich hier oben, wenn Morgendämmerung, also 35 Lux, dann unten, welche Szene ausgeführt wird. Also Außenbeleuchtung Garage aus, Außenbeleuchtung Gartenlaternen aus. Also da geht bei uns das Licht aus. Es ist bei uns so, dass wenn abends ein gewisser Lichtwert, Helligkeitswert unterschritten wird, geht die Außenbeleuchtung an. Nur nicht auf der einen Seite, weil das da die Nachbarn stört. Da geht sie erst fest um 22 Uhr immer an. Außer der Sonnenuntergang wäre mal nach 22 Uhr. Ich glaube, das passiert nie. Selbst am längsten Tag des Jahres nicht, aber auf jeden Fall 22 Uhr geht dann da auch die Beleuchtung an, da hat sie ihre Rollläden unten und da stört sie das nicht mehr. Morgens geht dann eben bei einer bestimmten Helligkeit wieder das ganze Licht außen aus. Und zwar eben nicht an dem
astronomischen Sonnenauf- und Untergang geknüpft, sondern wirklich, wie hell es hier ist. Also an einem sonnigen Tag wird es einfach früher hell als an einem total bewölkten Tag. Da wird es eben später hell. Und so ist es wirklich immer perfekt auf die Helligkeit abgestimmt und nicht an irgendwelche astronomischen Gegebenheiten. So, das ist das. Das ist die Rademacher-App, mit der kann man alles Mögliche machen. Das kann ich nochmal im Detail zeigen. Dann haben wir die VCare-App. Das ist die App unserer Ölheizung. Das war eigentlich mehr Zufall, dass das funktioniert, weil meine Oma, in deren Haus wir ja jetzt wohnen, die Heizung erst vor 5 Jahren hat erneuern lassen. Und das ist eben eine Smart Home-fähige Heizung, die man mit so einem Adapter WLAN-fähig machen konnte und jetzt hier also komplett fernsteuern kann mit Zeitprogramm und Wasserprogramm. Und hier kann man also alles Mögliche einstellen. Ist von Fiesmann, kann auch den Gerätestatus abrufen. Genau. Kann auch Einstellungen abrufen, Heizkurven einstellen und so weiter und so fort. Also alles, was mit Heizung zu tun hat, kann man da machen, auch den Außensensor. Ja, eben Heizung. Velux Active, das sind die Dachfenster. Das ist jetzt gerade gesperrt, weil der Philipp schläft. Das kann man mit einem Knopfdruck machen, da kriegt man so eine Fernbedienung dazu. Dann gehen alle Dachfenster zu und die Rollläden der Dachfenster auch. Und dann ist es quasi so ein Master-Schalter, Master-Switch. Aber ansonsten kann man hier eben ablesen, welche Temperatur es in welchem Raum hat, Luftfeuchtigkeit und CO2 Partikel Parts per Million Konzentration. Mal sehen, wie das ist. 859 ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Ist irgendwie, naja, Mittelfeld. Und kann hier jetzt mit den Schiebern entweder das Fenster beliebig weit öffnen oder die Rollläden schließen und öffnen. Oder man überlässt das Ganze der Smart-Steuerung, die erkennt, wenn Sonne scheint, wenn es regnet und wenn es innen auch zu warm wird oder zu kalt wird oder zu feucht oder die Luft zu schlecht wird mit dem CO2 oder aber auch Wind außen. Das heißt, wenn der Wind zu sehr geht oder wenn es regnet, gehen die Fenster gar nicht erst auf oder gehen nur zu oder nur so weit auf, wie es vertretbar ist. Also ziemlich smart, gar nicht schlecht. Aber wieder eine weitere App, die Smart Life App, die führe ich jetzt gar nicht vor, die kennt wahrscheinlich der eine oder andere auch. Das ist für sehr günstige Steckdosenadapter und sowas. Ja, ist so eine Low-Budget-Lösung. Funktioniert manchmal, aber auch nicht immer. Benutzen wir eigentlich nicht mehr so. EcoVax sind die Staubsaugroboter. Die linke App ist für die älteren Modelle. Die rechte App ist für die neueren Modelle. Nee, falsch rum. Genau, die linke App ist für die neueren Modelle und die rechte für die älteren. Siehst du mal. Und dann hat man hier seinen Roboter und dann hat man da sein Grundriss, den sich der Roboter zeichnet. Und dann sieht man auch, wo er gefahren ist und wie lange er gefahren ist. Und kann den hier programmieren und rumschicken und bestimmte Zonen verbieten. Wir können zum Beispiel mal hier den Esstisch als virtuelle Grenze einrichten. Achtung, dass er nicht unter den Esstisch fährt. Das wollte ich nämlich sowieso haben. Aber bei diesen Robotern, kennt ihr wahrscheinlich auch, ist das Problem, dass die sich so wahnsinnig oft aufhängen und doch relativ unzuverlässig sind, dass man da was neu programmieren muss. Weiter geht's. E3DC-Portal. Das ist für mich die wichtigste App, wo ich die Solaranlage auslesen kann. Hier kann ich alle Werte lesen. Das heißt, links oben sehen wir, wie viel produzieren wir gerade. Links unten sehen wir, wird die Batterie geladen, also der Akku, oder wird er entladen. Rechts oben speisen wir ins Netz ein oder beziehen wir vom Netz. Rechts in der Mitte geht gerade was in die Wallbox zum Autoladen. Und rechts unten, wie viel verbraucht unser Haus gerade? Und in der Mitte steht eben, wie autark sind wir gerade und wie viel Eigenstrom verwenden wir. Unser Akku ist ziemlich leer, weil es jetzt 10 Uhr morgens ist und über Nacht wird er relativ leer durch die Klimaanlage, die noch läuft, zumindest bei Philipp, damit es dem nicht zu warm wird. Und das lädt sich jetzt so langsam auf und sollte im Laufe des Tages wieder ganz voll werden, sodass wir dann über Nacht wieder einen vollen Akku haben und sehr autark sind. Man kann hier auch eine Übersicht haben.
wie autark man gestern war, wie autark man heute ist. Autarkie gestern 98%. Viel höher kommt man nicht, weil es einfach gewisse Ungenauigkeiten gibt, dass man doch immer ein bisschen was wieder aus dem Netz zieht, wenn man einen hohen Strombedarf hat und erst dann der Akku einspringt. Also 100%, glaube ich, ist unmöglich. Und heute sind wir bei 87% bisher. Das ist die Geschichte. Dann Harmony. Das ist die Fernbedienung von Logitech, mit der man auch alle seine Home-Geräte programmieren kann, die dann gewisse Aktionen ausführen. Das heißt, man hat ja meistens heutzutage einen Fernseher und externe Lautsprecher und vielleicht noch eine PlayStation und einen Sub-Receiver oder ein Fire TV oder was auch immer und kann die quasi so mit einer Fernbedienung steuern. Alle anschalten, alle ausschalten, super Geschichte. Auch andere Geräte, man kann da auch Klimaanlagen steuern oder alles was Infrarot empfangen kann und vieles, was mit Funk steuerbar ist. Gutes System. Grohe Sense ist unser Sense Guide, der im Keller misst, wie viel Wasser wir verbrauchen, wie viel Wasserdruck herrscht, ob wir einen Wasserrohrbruch haben, was das Ganze kostet. Dann gibt es so eine mehr oder weniger genaue, wahrscheinlich also rein geschätzte Berechnung, wie viel Heißwasser und wie viel Kaltwasser es ist. Kann er nicht wissen, er hängt ja nur an der Kaltwasserleitung, aber also an der Hauptleitung. Aber gut, so ist es. Ist halt ein kleiner Informationsgewinn. Und dann hat man noch verschiedene Sensoren, die man im Haus verteilen kann, die dann da auch Feuchtigkeit detektieren und Temperatur und auch Luftfeuchtigkeit und dann das Wasser absperren würden, wenn es irgendwo nass wird, zum Beispiel weil die Waschmaschine undicht ist. Geht's mit der Miele-App. Da kann man alle seine Miele-Geräte oder fast alle, was jetzt hier fehlt, ist die Mikrowelle, weil die nicht Smart Home-fähig ist. Ich glaube, hat irgendwelche sicherheitsrelevanten Gründe. Auf jeden Fall Miele kann man jetzt den Geschirrspüler, Backofen, Kaffeeautomat, Wärmeschublade und den Dampfgarer steuern. Ja, man hat einen gewissen Überblick noch, wie die Füllstände sind und kann dann eben aus der Ferne die Geräte starten oder sieht eben, wie weit das Programm ist. Macht mich immer Sinn, beim Geschirrspüler macht es nur Sinn, wenn man quasi diese Autodos, diese Discs benutzt, dass man nicht vorher Spülmittel einfüllen muss oder Tabs, weil sonst muss man eh zur Maschine. Und es macht vielleicht Sinn bei der Kaffeemaschine, Backofen, Wärmeschublade oder Dampfgarer einfach zum Vorheizen. Wenn man nach Hause gerade kommt oder noch 5 Minuten braucht oder gerade in der Früh aufsteht, dann kann man schon mal unten Backofen anmachen und der ist warm, wenn man runtergeht. Ist ganz nett, ist wirklich nicht nötig. Dann Daikin ist die App von den Klimaanlagen. Da kann man die 4 Klimaanlagen, die wir haben, steuern. Oder auch, also alle Modi einstellen, heizen, kühlen, trocknen, lüften. Wobei Lüften für mich keinen Sinn macht, weil die ja nur die Luft umwälzen. Die holen ja keine Frischluft von außen. Also so Ventilatorfunktion quasi. Kann man auch mit Timer versehen und alles einstellen. Wie stark sie bläst, welche Temperatur. Alle Funktionen, die man auf der Fernbedienung hat, auch. Dann die True App, nicht erschrecken, die ist wirklich hässlich. Die ist nicht sehr hübsch gemacht. Ist von unserem Kamin. Da kann man jetzt den Kamin starten und auch verschiedene Dinge programmieren. Die verschiedenen Modi von diesem Eco Wave. Also da kann man selbst programmieren, wie sich das Feuer verhält. Ob das Hochloder, also so eine Kurve quasi programmieren, wenig Feuer, viel Feuer, damit das möglichst natürlich wirkt, oder man überlässt es der Automatik. Ja, ist eine nette App. Dann Nuki oder auch Nuki, wie es eigentlich heißen soll, ist momentan noch in der Wohnung, an der Wohnungstür, weil es da praktischer ist als hier bei uns im Haus. Werden wir aber ins Haus holen, ist einfach dieses System, was man innen auf den Wohnungs- oder Haustürschlüssel steckt und was dann per Handy steuerbar die Tür öffnet und abschließt. Dann verschiedene Überwachungskameras, die wir ums Haus haben und auch im Haus haben, die einen Bewegungsalarm schicken.
auch sehr praktisch. Und dann die Ring, unsere Videoklingel. Die ist super, wenn sie WLAN-Anbindung hat. Da musste ich also extra eine Verbindung herstellen, extra nochmal mit so einem Powerlan-System in die Garage. Und dann kann man hier mit der Außenwelt kommunizieren über WLAN. Das heißt, es braucht nur so einen 12 Volt oder 24 Volt Anschluss, weiß ich gar nicht, ich glaube, kann beides. Und WLAN-Verbindung, und dann kannst du im Haus deine WLAN-Klingel in jede Steckdose stecken und dann bimmelt es überall und kannst dann eben beruhigt dich irgendwo im Haus aufhalten und verpasst nichts. Und bimmelt nicht nur an den mitgelieferten Klingeln, sondern auch auf dem Handy, auf dem Tablet, auf der Smartwatch und auf der App, die ich am Ende nennen werde, die all das zusammenbringt oder fast all das zusammenbringt, weil ihr seht, es ist doch einiges. So, das waren jetzt eben die Smart Home Apps, die wir benutzen. Und jetzt zeige ich euch, welche von diesen Apps mit einer App zusammen steuerbar sind. Und zwar einmal die HomePilot App, dann die Velux Active App, die Smart Life App, die Ecovacs Staubsauger Apps, die Harmony App auf jeden Fall und die Nuki App, die Kameras, also OneView haben wir da, die gibt es bei einem sehr großen Online-Versandhaus, sehr günstig und die können eben echt viel, die sind super gut. Und die Ring App, also die Videoklingel. Und zwar ist das natürlich Amazon Alexa. Wir haben hier einen Haufen Alexas gekauft bei diesem Amazon Prime Cyber Irgendwas Day letztes Jahr und haben jetzt irgendwie hier 10 oder 12 Alexas im Haus, auch mit Bildschirm zum Teil. Und da kann man also diese ganzen Systeme sprachsteuern. Zum Beispiel, wenn ich das mal kurz zeigen kann mit dem Licht. Ihr seht, das Licht ist an. Und jetzt Achtung, Echo, schalte das Licht Büro aus. Okay. So ist es. Machen wir es wieder an. Echo, schalte das Licht Büro an. Okay. Dauert einen kleinen Moment, aber funktioniert sehr zuverlässig. Und so kann man eben per Sprachsteuerung hier im Haus fast alles steuern, also Licht, Heizung, Rollläden, Videoklingel, Webcams, die Harmony-Geschichte, also Fernseh-App und Radio anschalten und die Haustür, Nuki in der Wohnung könnte ich jetzt auch per Sprache auf- und zusperren, mache ich aber wahrscheinlich erst, wenn ich auch in der Nähe von Nuki bin. Würde jetzt keinen Sinn machen, die Wohnungstür zu öffnen. Vielleicht freut sich einer, der gerade davor steht. Aber das soll die lange, erschöpfende Erklärung sein, was wir hier an Smart Home Möglichkeiten im Haus haben. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte vergessen. Und jetzt liegt es an euch, mir mitzuteilen, ob ihr über irgendwas davon mehr wissen wollt oder über alles oder über gar nichts oder ob wir lieber wieder erschöpfenden Videos über neue Deko-Attraktionen hier im Haus übergehen sollen. Ich zeige euch jetzt noch, wo das Gehirn dieser ganzen Geschichte hier ist. Denn die ganzen Systeme brauchen ja Steuerung. Das haben wir hier untergebracht. Einmal hier ist natürlich unsere Fritzbox, die ich hochkant stellen musste, weil die sonst überhitzt hat. Und auch aktiv entlüften. Hier habe ich einen Lüfter eingebaut, der jetzt leider nicht scharf wird. Hier, genau. Und hier oben wird das Ganze dann nach draußen transportiert. Und das eigentliche Gehirn von allem. Hier ist der Hauptrechner oder das Gehirn von dem Rademachersystem, was alles steuert. Hier das von Velux, von den Fenstern. Hier vom Kamin und da hinten sind die Powerlan-Adapter, zum Beispiel für unsere Solaranlage und für das WLAN in die Garage, damit
wir die Videoklingel betreiben können. Und auch damit der Tesla seine Anbindung hat ans WLAN und Updates laden kann. Wie findet ihr eigentlich meinen bayerischen Löwen? Schön, oder? War schon im Haus, darf auch hier bleiben. In diesem Sinne ist es ein wahnsinnig langes Video, aber ich werde es fast ungeschnitten hochladen und freue mich auf eure Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Bitte um ein Abo, Daumen hoch, Glocke drücken, kommentieren, interagieren, kommunizieren, für den Oscar nominieren, was auch immer. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.